Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Lockheed Martin Aktie an. Wir werden uns den Chart detaillierter anschauen. Wo befinden wir uns aktuell? Wo könnte der Kurs noch hingehen? In der Bilanz werden wir uns anschauen, wie sieht aktuell der faire Wert der Aktie aus? Wo liegen die Gewinne pro Aktie? Und wie viele Aktien gibt es aktuell vom Markt frei verfügbar? Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr gern kostenlos abonnieren. Darauf würde ich mich freuen. Und falls man eine Aktie anschauen sollte, die für euch interessant wäre zum Analysieren, schreibt mir einfach in die Kommentare und ich werde darüber ein Video machen. Und nun viel Spaß mit der Präsentation der Firmendarstellung Firma Lockheed Martin, bilanzmäßig und Charttechnik. Viel Spaß damit! Die Firma Lockheed Martin Corporation wurde im Jahr 1995 fusioniert aus der Firma Lockheed Corporation und Martin Marinetta Corporation. Und 1995 haben sie den Namen zusammen fusioniert und nun heißt die Firma Lockheed Martin Corporation. Vor 1995 war es die Firma Lockheed Corporation. Sie ist im Industrial-Sektor tätig. Hier seht ihr den Google Finance-Sticker und die IC-Nummer. Könnt ihr in Google Search eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs und mehrere Finanzseiten. Mitarbeiter haben sie aktuell 114.000 aus der Bilanz 2021. Wichtig! Currency Exchange. Falls ihr ungefähr 10.000 Euro in Dollar wechselt, mit dem Wechselkurs 0,9965, dann haben wir ungefähr 9.965 Dollar. Falls der Eurokurs stärker wird, der Dollarkurs schwächer, also das Währungspaar 1,25 wieder erreicht, und wir würden diese 9.965 Dollar in Euro wechseln, dann haben wir ungefähr nur noch 7.995. Falls aber das Währungspaar der Euro noch schwächer wird, zum Kurs 0,75 und der Dollar stärker wird, und wir würden diese Dollar in Euro wechseln, haben wir einen Währungsgewinn und wir liegen dann bei 13.349. Also knapp 3.350 Euro mehr Währungsgewinn. Hier sind wir in der Balance Sheets, also in der Bilanz, auf der Liabilities-Seite, auf der Basis-Seite, Geldgeberseite. Wir sehen die Bilanz vom Jahr 2017, geschäftslos ist immer der 31.12. und die QI2 2022er Zahlen. Wir sehen die Total Current Liabilities, also die kurzen Verbindlichkeiten, haben sich um 28% erhöht. Die Long-Term Debt, die langen Verbindlichkeiten, haben sich um 13,8% reduziert. Und die Gesamtverschuldung, die Total Non-Current Liabilities, haben sich um 15% auch reduziert. Wir liegen knapp über den Wert vom Jahr 21 bei 40 Milliarden. Im Jahr 17 waren es 47,4 Milliarden. Das Eigenkapital wurde positiverweise von einem Minusbestand auf 11 Milliarden erhöht, was für uns Aktionäre gut ist, denn das Eigenkapital ist unser Wert von der Aktie. Die gesamte Bilanzsumme wurde um 11% erhöht. Und die ausstehenden Aktien wurden reduziert, Aktienrückkaufprogramm. Das heißt, die Stückzahl der Aktien wird weniger, darum steigt auch die Dividende pro Aktie. Aber der Gewinn pro Aktie kann höher sein, obwohl der Nettoumsatz seitwärts läuft oder weniger wird. Darum immer die Income Statement anschauen, was nettomäßig überbleibt über dem Vorjahr. Shareholders Equity Ratio, Credit Worthiness, also wie ist die Bilanz? Das Eigenkapital an der Bilanzsumme, da haben wir im Jahr 2017 ein Minus gehabt von minus 1,82% und nun liegen wir bei 22,09. Den höchsten Wert haben wir in der QI2 2022. Mal schauen, ob wir irgendwann die 30% Hürde übersteigen, was auf alle Fälle gut wäre für die Bonität. Hier sehen wir die langen Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebsergebnis. Da haben wir einen Faktor 2 im Jahr 2017. Nun liegen wir bei 1,36. Den besten Wert hatten wir im Jahr 2021. Wir werden dann später sehen, dass das 21. Jahr auf alle Fälle ein gutes Jahr war für die Lockheed Martin Aktie. Aber mal schauen, vielleicht kann QI4 2022 die 21er Daten verbessern. Hier sind wir im Monatsstart. Im Monatsstart sehe ich auch aktuell, wir hatten hier einen Widerstand bei 460, das sehen wir im Wochenchart detaillierter. Und hier den großen Widerstand bei 433. Hier waren zwar mehrere grüne Kerzen drüber, aber dann kam die nächste Monatskerze wieder rot drunter. Wir befinden uns nun wieder in dieser alten Seitwärtsrange von 430 und 433. Also die 330 sind sehr wichtig und die 433 aktuell. Das heißt, wir können jetzt runtergehen auf die 408
oder sogar die 390 mehrmals testen, denn die 390 war hier eine massive Widerstandszone, das sehen wir hier detaillierter. Oder wir gehen bei 408 wieder hoch auf die 433, wo wir wahrscheinlich nicht so schnell drüber kommen. Im schlimmsten Fall können wir den Boden wieder testen bei den 330er Bereich aktuell. Also aktuell ist die Lockheed Martin Chart in einer Seitwärtsphase und wir können diese Seitwärtsphase rauf und runter laufen. Total Net Debt to Equity, also die gesamte Nettoverschuldung zum Eigenkapital. Im Jahr 2017 hatten wir ja ein negatives Eigenkapital, darum kann auch kein Wert berechnet werden. Die Nettoverschuldung ist auf alle Fälle hier. Und nun haben wir den Faktor 3,37. Wir finden uns knapp über den Wert vom Jahr 2021. Hier auch wieder das 21er Jahr war das beste Jahr. Mal schauen, ob Q4 2022 den Wert doppen kann und wir gehen unter die 3,30. Das werden wir dann zwei Quartale später sehen. Auf alle Fälle hat sich die Firma Lockheed Martin durch die Eigenkapitalerhöhung hier verbessert, was ich nicht schlecht finde, denn das Eigenkapital ist unser Kapital der Aktionäre. Income Statement, Cashflow-Seite, also die Umsatzseite und Bargeldbestand. Wir sehen die Bilanz vom Jahr 2017 bis in der Trailing 12 Month, die letzten vier Quartale. Und da sehen wir, dass dann Umsatz um 25,7% gestiegen ist. Der Rohertrag ist knapp um 38% erhöht und das Betriebsergebnis um sage und schreibe 27%. Aber wichtig, der Umsatz ist hier rückläufig. Ja, auch der Rohertrag ist weniger als 2021 und das Betriebsergebnis ist auch rückläufig. Wir befinden uns betriebsergebnismäßig wieder auf dem Niveau vom Jahr 2019. Rohertragmäßig sind wir zwischen den beiden Bilanzen und umsatzmäßig befinden wir uns auch zwischen den beiden Jahren 2019 und 2021. Das heißt, das Top-Jahr war 2021. Vielleicht könnte die Q3 und Q4 noch bessere Zahlen rauskommen. Mal schauen, wie es aussieht. Auf alle Fälle ist es rückläufig. Nettomäßig sehen wir auch, dass wir hier zwar eine Steigerung haben um 140% vom Jahr 2017 bis aktuell Trailing 12 Month, aber wir befinden uns nicht mehr nettomäßig über den Höchstwert vom Jahr 2022. Es ging rückwärts und hier hatten wir sogar den Wert wieder tiefer wie im Jahr 2018. Mal schauen, wo wir hinkommen. Darum wichtig, die Stückzahl der Aktien. Es könnte sein, dass die Earnings per Share besser aussehen, obwohl der Nettoumsatz schlechter aussieht. Bargeldbestand wurde abgebaut um 38% und der freie Cashflow ist minus 78%, da fehlen noch zwei Quartale und dann kann der freie Cashflow richtig berechnet werden. Die Dividende pro Aktie wurde jedes Jahr erhöht und da hatten wir eine Erhöhung von diesem Zeitraum von 49%. Mal schauen, ob es so weitergeht, denn der Nettoumsatz wird ja weniger und wir müssen uns genau schauen, wie viel haben wir Cashflow. Das sehen wir dann später, wie viel Prozent die Dividende vom freien Cashflow ausmacht. Finanzdaten, Total Revenue in der Trailing 12-Month Bilanz ist 100% und aus den 5 Jahren der Vergangenheit ist auch der Umsatz immer 100%. Rohertrag, Gross Margin, da haben wir 13,39% in der Trailing 12-Month Bilanz, was überbleibt. Und wir sehen, dass die letzten 5 Jahren das 17,12% war, das heißt, wir sind rückläufig. Operate Margin, also die Betriebsergebnis Margin, haben wir 13,39% auch wieder und vergangenheitmäßig waren das 17,43%, das heißt rückläufig. Nettomäßig bleibt vom gesamten Umsatz noch 7% über, 7,3%. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre war es 11,39%, also rückläufig. Wir sehen, dass die Firma Lockheed Martin den höchsten Umsatz gehabt hat, nettomäßig in den 5 Jahren und nun wieder sich runterbegelt auf nur noch 7% Profit Margin. Hier ein paar wichtige Daten. Das Return Equity haben einen Faktor 57,62. Warum ist das so hoch? Ja, der Nettoumsatz ist noch akzeptabel, sehr hoch und das Eigenkapital im Verhältnis einfach weniger. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt unter 3 bei 1,71, aber der Buchwert pro Aktie liegt bei 10,43. Wir sind knapp 10 mal höher über dem Buchwert, denn der Buchwert wäre 40,29. Dort liegt das Eigenkapital, ist nun wieder positiv. Im Jahr 17 war es ja negativ. Falls der Kurs auf 40 runterfällt, haben wir einen Buchwert von 1 und wir kaufen die Aktie zum Eigenkapital, wo wir
falls ihr wieder pleite gehen sollt, auch das Geld wieder retour bekommen. Long-Term Debt to Equity, also das Verhältnis zum Eigenkapital mit langen Verbindlichkeiten, haben wir einen Faktor 1,06. Das heißt, wir benötigen knapp 6% mehr Eigenkapital. Dann könnten wir die Langfristigkeiten auf 0 setzen. Und zur Gesamtverschuldung haben wir einen Faktor 3,64. Dieser Faktor könnte weniger werden, wenn das Eigenkapital mehr wird und die Verschuldung weniger wird. Der Kurs an der Börse ist $420 an der New York Stock Exchange und die Währung ist Dollar. Buchwert haben wir schon besprochen, ist auf alle Fälle sehr hoch. Die Earnings per Share Trailing 12 Months sind 17,29. Freier Cashflow ist $50,31 per Aktie. Unter Kursgewinnfeldes haben wir 24,31 Price Earnings Ratio. Dividende haben wir aus der 21. Bilanz mit 10,60. 19 Jahre zahlen sie ihre Dividende. Payout Ratio zum Earnings per Share Verhältnis zu diesem Faktor haben wir 61,31. Und zum freien Cashflow sind es 21% zu diesem freien Cashflow aktuell. Und Dividendenrendite haben wir 2,52% zum aktuellen Kurs von $420. In den 5 Jahren waren die Earnings per Share bei 18,90, also sie liegen höher, nun sind wir tiefer. Und das KGV war im Durchschnitt bei 22,24 die letzten 5 Jahren zum aktuellen Kurs. Da sind wir drüber, also teurer, weil die Earnings per Share niedriger sind. Fairer Wert aus diesen Earnings per Shares und Buchwert wäre 125,20. Der faire Wert aus diesen Earnings per Share und aktuellen Buchwert wäre 130,90. Und der faire Wert aus dem massiven Nettozuwachs von 140% in diesen 5,5 Jahr wäre 586. Ich würde mal den fairen Wert von 125 und 130 heranziehen für den fairen Wert der Aktie, denn der Nettoumsatz, wie wir schon sehen aus der Income Statement, ist rückläufig und dann könnte dieser Wert auch wieder weiter runtergehen. Die Analysten schätzen Lockheed Martin Corporation auf ein Tageziel von $460,39, das wäre ein Potenzial von knapp 10%, und sie sagen Overweight, Übergewichten, und die meisten sagen aber zurzeit halten und nicht kaufen. Hier sind wir im Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir, dass wir hier zweimal drüber geschlossen haben über die 460. Nun sehen wir die 433 hier drüber, nächste Woche wieder drunter. Hier massiver Widerstand. Hier ging es wieder rauf, runter, rauf, runter. Also eine Unentschlossenheit. Und wir sehen die 460 als massiven Widerstand. Hier die Unterstützung bei 382. Fällt dieser Kurs, dann sehen wir die 360 wieder. Das war hier eine Unterstützungszone und hier der Boden bei 330 aktuell. Wo kann die Aktie nun hingehen? Falls wir die 408 verlassen, können wir die 382 antesten und wir können dort wieder einen Boden bilden. Falls wieder so eine rote Kerze hier entstehen würde, ist es wieder Boost zu sehen und wir können wieder hochlaufen auf die 433. Falls die 382 nicht hält, können wir die 3,56 antesten oder sogar die 3,30, wo wir den Boden haben von dem Monatsstart der Seitwärtsrange. Grower Contraction, also Wachstum oder Schrumpfung der letzten 5 Jahre. Die Dividende wurde sage und schreibe um 9,18% erhöht. Das Eigenkapital konnte ich nicht berechnen, ist auf alle Fälle positiv, denn wir haben hier auf alle Fälle einen positiven Wert gegenüber 2017. Das Eigenkapital ist auf alle Fälle hier wieder, was mal positiv ist. Der Nettoumsatz wurde um 33,9% erhöht, aber wir sehen schon hier auch schon rückläufig und nun sind wir sogar in der Trailing 12-Month Bilanz noch tiefer zwischen dem Wert vom Jahr 2018 und 2019 aktuell. Also schauen, wo geht's hin, wo geht die Zukunft hin. Mal schauen, wie Q3 und Q4 aussehen, ob wir das 21. Jahr nettomäßig wieder höher abschließen können und das Niveau vom Jahr 2020 wieder erreichen. Vorausschau, Wachstum oder Schrumpfung, falls die Dividende erhöht wird um 7,28%, das Eigenkapital um 10% rückläufig ist und der nächste Earnings per Share, also Q3 oder Q4 um 4% weniger sind, wo liegen dann bestimmte Werte? Der faire Wert wäre dann aus den Earnings per Share, die dann nur noch bei 16,55 sind und der Buchwert bei 36,26, dann hätten wir das Buchverhältnis von 11,59, das ist auf alle Fälle sehr hoch.
Der wäre dann bei 116,20 und die Dividende wäre dann bei 11,37. Das wäre dann 2,71% Rendite zum aktuellen Kurs von 420. Und vom Nettozuwachs wäre der faire Wert 562. Der könnte ja weniger werden, falls der Nettoumsatz weiter noch fallen sollte. Darum würde ich mal die 120 oder 130 als fairen Wert heranziehen von dieser Aktie, denn wir befinden uns ja sehr weit weg vom Buchwert. Falls das Eigenkapital jedes Jahr mehr wird, sind wir näher am Buchwert. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen!